los. So, Leute, es geht weiter. Pokémon Bloody Platinum Nuzlocke Challenge. Windkraftwerk. Warte mal, wenn das ja das Wind... Nee, yep. Da kann man eh nur Scheiße fangen. Dann wollen wir mal rein, ne? Mhm. Zutritt verboten. Ich würde es versuchen. Dann müssen wir kämpfen. Warum nicht einfach sagt, nur wir kämpfen nicht und ich lasse dich nicht rein? Dann wäre die ganze Situation geklärt. Du musst für alles irgendwie kämpfen in der Pokémon-Welt. Oh, ein Knackleon. Was ich übrigens noch anmerken möchte, weil ich jetzt gerade was... Ja, ist mir egal. Auf jeden Fall, was ich noch anmerken möchte, bevor der Kampf angefangen hat, diese, ich habe ja Bloody Platin bisher jetzt sehr stark kritisiert für das, was Platin gemacht hat, also was Game Freak offiziell gemacht hat. Aber ich finde, die Windräder, dieser 3D-Effekt, der sieht doch ganz cool aus. Ich wusste es. Upsi! Ja. Kronos ist kein Psycho-Pokémon, ne? Jetzt wird's spannend. Kronos hier ist trennt kein sich. Doch. Hä? Oder? Kronos doch. Ist kein Psycho-Pokémon. Guck mich nicht so an. Ja, wollt ihr jetzt sagen, bist du verrückt? Bist du dumm? Aber erstmal kommen wir hier Reflektor, das ist ganz intelli-klug. Das macht der Finte. Ja, kann nur diese Unlicht-Attacken, soweit ich mich noch recht entsinne. Ja, aber macht nicht viel. Okay. Weil wir sind stark. Ah, ja, erstens mal das und zum anderen muss und man sagen, auch aus einem Knackleon kann eines Tages mal ein wunderschönes Vibrator werden. Vibrator. Ja, Vibrava fand ich aber echt gar nicht mal so schlecht. Das ist vom Design her. Ich fand's halt doof, dass sich das erst so spät zu Libeldra entwickelt hat, ne? Mhm. Ja, gut, klar, das auf jeden Fall. Aber designtechnisch war Vibrava echt gut. Und ich meine, komm, also Libeldra, es hat sich zwar spät entwickelt, aber dafür konnte es halt auch derbe Shit-Attacken wie Hyperstrahl. Warte, ich muss mal ganz kurz was erklären. Mir ist gerade ein Denkfehler eingefallen. Ich hab die wieder eingeschläfert und hab dann Aufruhr gemacht. Aufruhr hat den Nebeneffekt, dass schlafende Pokémon direkt geweckt werden. Ich hab's selber. Das war ein sinnloser Zug, also. Und dann wende ich die Duo-Nadel. Yeah. Das heißt, wir haben jetzt was gegen Unlicht-Pokémon. Gegen unlautere Unlicht-Pokémon. Genau. Das haben wir eigentlich sowieso, weil wir dann auch unser Ryu einwechseln könnten. Mhm, Ryu. Kaumalat, okay. Ach, das Pokémon. Das ist sogar eines der Pokémon, wo ich sagen würde, das hätte ich gerne gegen irgendein anderes Pokémon aus der dritten Gen getauscht. Ja. Weil designtechnisch finde ich das ganz cool. Ich sag nur. Ja, ich überleg grad. Kaumalat ist, glaube ich, eins der Pokémon, was Drachenwut kann. Kronos kann ich jetzt nicht drin lassen, weil Kronos im Aufruhr noch drin ist. Das heißt, macht der Drachenwut, könnte ich Kronos nicht mehr auswechseln. Das ist jetzt ein Selbstläufer. Ich wollte gerade eben Drachenwut in was ganz anderes abwandeln, aber wenn wir das machen, dann haben wir hier eine gewisse YouTube-Prominenz schon zigtausend Mal in diesen Parts hier erwähnt. Das von daher lassen wir das mal. Allein, dass ich das schon gesagt habe, deutet wieder darauf hin, dass Stammzuschauer schon erahnen können, Sandsturm. An welchen Leuten. Es ist mir egal, weil ich mit Sandsturm keinen Schaden bekomme. Ich ignoriere einfach weiter den Drachenlord gelaber. Gott, er setzt Drachenlord ein, bitte nicht. Komm jetzt. Da siehst du ja Kadas im Spiel. Ja, Drachenlord, ich bin der Beste, Junge. Ich bin. Niemand kann sagen, ich nehme eine Nuzlocke nicht ernst. Ich bin vorbereitet. Ich habe extra das Pokémon eingewechselt, weil ich wusste, Drachenwut zieht immer 40 KP ab. Zu Beginn, das ist so tödlich. Das nimmt einen so auseinander. Ja. Ich klopfe mir gerade selbst auf die Schulter, weil ich das so schön gemacht habe. Das hast du super gemacht. Anzeige wurde verhindert, wurde denied. Bam! Anwalt wurde geklärt. Ich weiß noch, Justin hat damals zu mir gesagt, Justin meinte zu mir, Alex, mach eine Nuzlocke. Du hast so viel Ahnung von Competitive-Pokémon-Spielen und so, also was heißt viel Ahnung, ne? Aber du kannst so gut taktisch spielen, mach das. Und du hast gerade gesehen, warum, doch auch hin. Ich habe analysiert und ich habe durchgezogen. Kronos wäre draufgegangen. Nee, also dafür, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich dich gerne in meinen Gastparts dabei habe, weil, sag mal so, die anderen Gastzuschauer sind ja auch sehr unterhaltsam. Aber bei dir weiß ich zumindestens, auch wenn du immer scherzhaft sagst, ja, das Pokémon da könnte sterben oder wack mal das, Emperor, du gibst mir wenigstens noch hilfreiche Tipps und das kann ich nicht von all meinen Gastzuschauern behaupten. Auch wenn natürlich man sagen muss, dass die jetzt auch keinen schlechten Job leisten. Aber bei dir weiß ich halt sofort, okay, der
Alex, der hat halt Ahnung. Der könnte Pokémon-Professor werden, wäre damit sogar erfolgreicher als Professor Eich. Ist von innen abgeschlossen. Seine Mutter, der labert zwar auch schon. Okay. Aber deine Mutter macht er trotzdem klar als Pokémon-Professor. Von daher, nehmt euch in Acht vor Professor Alex. Warte mal, wo ist das Windkraftwerk? Und dir fällt übrigens, Alex, du musst dir da noch irgendeinen Baumnamen zulegen als Nachnamen, sonst, ja. Professor Mistelzweig. Professor Mistelzweig. Warum? I kiss your bitch. Super. Das ist geil. Ja gut, theoretisch könntest du auch nur Professor Zweig nehmen, aber Professor Mistelzweig ist auch super, oder? Nee, aber Professor Mistel klingt wieder kacke und außerdem wird man dann denken, du wärst eine Frau. Weil Professor Mistel klingt schon Gib wieder so weiblich. Gib mir den Honig! Und ein Winnie Pooh ist brutal geworden. Nein, nicht Winnie Pooh, kacke. Jetzt macht er bestimmt Ursaring so. Tot. Oh Gott. Gegen Winnie Pooh antreten. Hat auch seinen Eselfreund dabei. Guck mal da, Rabotz. Oh Gott. Rabotz! Level 70! Den kenne ich aber nicht aus dem 100-Morgen-Wald. Nein. So, du und Nadel. Das macht ja fast ein bisschen. Ja, wird. Ne, vergiften tut es wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, er nimmt erstmal die Lupe in die Hand, was jedes gescheite Kampf-Pokémon macht. Wer kennt's okay. nicht? Machen wir Energiefokus. Jetzt machen wir Pump of the Jam. Eye of the Tiger. Unser Bizeps hier. Baboom machen wir. Ja, schade. So, und jetzt machen wir Furienschlag mit einer erhöhten Volltrefferquote. Oh. Macht zwar, aber es macht keinen Schaden. Ja, aber wir haben die Volltrefferquote erhöht und das Ding kann. Da siehst du. Ja, ich mag's grad. Und dann fünffach mit einer erhöhten Volltrefferquote. Meiner Nuzlocke wäre Fabi jetzt schon Hassgegner. Sag ich jetzt offen aus Respekt gegenüber dem Pokémon, weil das. Lieber mit Furienschlag ist schon hart. Auch wenn das jetzt nicht so gefährlich aussieht, aber auf High Level hätte ich da echt Respekt vor. Wir hoffen mal, dass auch dieser ja, die High Level erreichen kann. Ja, und vor allem dann noch die Duo-Nadel. Weißt du, hat er gleich zwei Attacken, mit denen er hier mehrfach treffen kann. Das ist echt. Das ist gut. Makuhita, da wechseln wir aber. Kann Makuhita schon Abschlag? Das ist eine gute Frage. Denke nicht. Und selbst wenn, würde Flaggy einen Abschlag überleben. Makuhita. Macarena. So. Oh, guck mal, Level 1. Soll nicht immer gleich die Referenzen verraten, aber klar. Schlaf mal ein. Vierte Gen. Überwurf, Mogelhieb, Wirbelwind, Abschlag ab Level 19. Ja, ist Level 21. Ja, dann aber hat er wahrscheinlich. Überleben wir. Okay. Der macht dann auch schon. Siehst du, ey, guck mal, schon wieder, ich bin. Hat mir der Marina-Blick. Vor allem, wie der jubelt, das finde ich so super. Der macht da echt den Makuhita-Dance. Adrian! Adrian, I did it! Ja, ich kann mit Adrian! Go away! I wanna talk to Adrian! Weißt du was? I love you. Mit diesen hochgestreckten Armen könnte ich mir Makuhita sogar echt als gutes Pokémon für die Queen vorstellen. Dann siegt er echt noch den Macarena. Oder irgendeine abgewandelte. Oh, Let's scheiße, go. Wir müssen zweimal hintereinander kämpfen. Wie oh, shit. Pussyhaft von dir. Heil mich doch wenigstens vorher. Was kannst du? Bummels. Bummels kann stark sein. Muss es aber nicht. Kann, muss nicht. Da, ja. Generell eigentlich, wo ich jetzt gerade schon Pokémon Kolosseum angeschnitten habe. Was findest du eigentlich, könnten sie eigentlich das Kolosseum übernehmen, weil Kolosseum war jetzt auch kein so schlechtes Spiel gewesen, meiner Meinung nach. Eventuell sogar auch Wie meinst für... du das jetzt? Naja, für kommende Pokémon-Spiele vielleicht. Ich meine, wird Nintendo nie machen, aber wenn es ein Crossover geben würde oder sowas in der Richtung oder irgendein Nintendo-Mitarbeiter sagen würde, erinnert ihr euch noch an die Pokémon-Kolosseum-Zeit hin? Oh, gute Zeit. Oh, wunderbar. Pokémon XD. Pokémon XD habe ich übrigens nie gespielt. Ich glaube, Pokémon XD war jetzt auch nicht so gut gewesen. Aber wir reden ja auch über Kolosseum. Was würdest du übernehmen? Beziehungsweise was für Charaktere oder sowas in der Richtung? Was würdest du dir eigentlich wünschen, was mal wieder auftreten sollte in einem der regulären Pokémon-Spiele vielleicht sogar? So als kleine Referenz. Weil macht Nintendo ja auch gerne mal ab und an. Aus Spaß würde ich vielleicht sogar... Nee. Na, mit dem Krallball ist natürlich schwer. Ja, Krallball, denke ich, würden sie auch nicht machen. Aber ich glaube, wahrscheinlich Krypto-Pokémon. Wäre cool, wenn die irgendwie wenigstens erwähnt. Guck mal, kann doch vergiften. Ja, Krypto-Pokémon, wenn die wenigstens einmal so erwähnt werden oder so. Ich habe auch. Weiß, dass das Spiel Canon ist. Oh, eine Kopfnuss. Wobei bei den.
Oh, ich merk's gerade. Aber das Gift setzt Traumato zu. Du kannst ihm ja noch einen Trank verabreichen. Das ginge auch, theoretisch. Ich gehe YOLO, wir waren eben schon schneller. Okay, alles klar. Aber ich glaube, von den Krypto-Pokémon tun sich auch so ein bisschen distanzieren oder zumindest nicht wieder aufgreifen, weil in Pokémon Tekken oder Pocken, wie manche Leute sagen im Fachjargon, ist es ja auch so, dass da dieses dunkle Mewtwo vorkommt oder Schatten Mewtwo oder wie auch immer das heißt. Und das hat mit Krypto nichts zu tun. Obwohl man eigentlich ja annehmen müsste, dass wenn sie so ein Pokémon präsentieren, dass sie dann sagen würden, ja, dass sie es dann vielleicht auch Krypto Mewtwo nennen, weil wegen Canon und dergleichen. Aber ich finde es übrigens klasse, wie der alte Mann einfach mal so einen herrenlosen Schlüssel in die Hand drückt. Das ist super. Ja, dann haben die da vergessen. Aber jetzt gibt immer noch Honig. Schmiede mir Honig so ein bisschen, Maul. Aber anstatt da den Schlüssel wieder an Team Galactic hier zurückzugeben oder warum? Die wollten ihn gerade gefangen nehmen, was soll ich mit dir? Ja, aber komm, der alte Mann, der könnte ja wenigstens sagen, oh, da ist ein Schlüssel, oh, ich bring den mal besser zum Polizeipräsidium. Anstatt dem einen kleinen Kind anzuvertrauen, was den garantiert nicht zum Polizeipräsidium. Ja, ich soll ja das Kraftwerk wieder aufschließen damit. Ja, das finde ich auch immer so. Weißt du, Protagonist ist so 14 Jahre alt und man vertraut ihm schon alle wichtigen Alle wichtigen Aufgaben tut man ihm anvertrauen. Ja, wie gesagt, 11 ist sogar noch schlimmer. Also ich durfte mit 11 maximal Wurst einkaufen gehen. Eben! Beim Kassenzettel, damit ich die Scheiße einkaufe. Aber wenn er Straftaten begeht, dann kannst du den höchstens in den Jugendknast werfen. Ja, pass auf. Da bin ich ja eigentlich Experte für, ne? Wegen meiner Ausbildung. Oder bei 11 der Jahren ist, der ist nicht strafmündig, ne? Richtig. Der ist gemindert strafmündig. Weil er das 8. Lebensjahr vollzogen hat. Eltern haften für ihre Kinder. So, und egal, was der jetzt da anstellt in diesem Kraftwerk, rein von der Theoretik, also von der Theoretik, ach, Vorfall, erschießt dich einfach. Scheiße, ich bin aufgeflogen. Ja. Das könnte vielleicht an den perlweißen Klamotten liegen. So, der Snake hätte mir jetzt irgendwas Graues gegeben. Oder an der Theoretik, die ich soeben gerade als neues Wortspiel, als neuen Neologismus entworfen habe. Minün! Level 2, Minus! Okay, aber glücklicherweise haben wir ja Rocky Balboa, the Italian Stallion. Aber guck mal, was der für Bizeps hat, das ist ein Trizeps. Was der für ein Trizeps hat, Junge? Ja. Was machst du da eigentlich gerade? Nur mit dem Flaschenöffner am Stift rumspielen. Das ist witzig. Okay, das hört man nämlich. Ja, das war auch bewusst so jetzt. Na gut, ich hör schon auf. Intensität 7. Deswegen mache ich ja solche Mikrofonspiele, damit ihr das alle hört, damit ihr alle an meinem Spaß teilhaben könnt, auch wenn ihr diesen Spaß nicht verstehen werdet, weil ich in meiner ganz eigenen kleinen Welt lebe. Oh Gott, ich wäre so der Perfekte. Ich wäre der perfekte Autist. Ich wollte gerade eben schon sagen, ich wäre so sehr der perfekte Bösewicht für irgendwelche Klischee-Standard-RPG-Maker-Spiele, aber so kann man es auch ausdrücken. Aber danke, Alex, dass du diese Romantik zerstört hast. Ach, Mann. Vielleicht. Ja. Vorfall als der total tolle, crazy Antagonist. Dafür zerstört Rocky. Ist das nicht wenigstens das ein bisschen soll Trost? Soll der ja auch. Deswegen heißt er auch Rocky. Das ist natürlich Trost. Ich dachte gerade eben schon, Rocky setzt Trugtrainer ein, aber Plusle ist ja hier dieses Heulsusen-Pokémon. Pussy. Verloren. Ja, drei Level über mir und kann mich nicht angreifen. Nobody can touch this. Na okay. Aber warum haben sie Plusle und Minun überhaupt entworfen? Das kapiere ich auch. Wegen der Doppelkampfmechanik. Nein, weil sie Pikachu-Klone wollten. Garantiert. Den check ich auch nicht, den kann ich vielleicht ausweichen. Ja, also. Aber ich werde trotzdem gegen ihn kämpfen. Ja, und dann wirst du dich danach beschweren, wie bei dem Stalos, dass du dann plötzlich die Nuzlocke verkackst. Stimmt, theoretisch kann ich jeden Trainer, den ich auslasse, durch Training gegen wilde Pokémon ausgleichen, vor denen ich weglaufen kann. Übrigens, die Team Rocketusse ist wieder da, sie hat nur das Team gewechselt. Ja. Ist sie das sogar wirklich? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich weiß nur, dass die von den Haaren her genauso aussieht wie die Tusse aus Pokémon Gold und Silber. Nein, aber im Manga ist da jemand, der glaube ich sogar... Ach, ich habe den Manga schon ganz lange nicht mehr gelesen.
Aber ich muss sagen, die Team Rocket Admins aus dem Spiel fand ich auch ganz interessant, als die von Nintendo entschieden haben, dass die auch eigene Charaktere werden. Davor hat man das so wirklich nicht beachtet. Da dachte ich auch erst, das sind verschiedene Personen, aber es sind ja tatsächlich sogar dann auch dieselben gewesen. Oder auch bei Team Aqua und Team Magma merkst du ja auch, da hast du auf der einen Seite, hast du zwar die Bosse. Das ist der Moment, wo man merkt, dass Alex seine großmäulige Entscheidung, dass er den Gegner trotzdem bekämpfen wird, bereut. Ja. Ja, Leute, das ist der Moment, wo sich Alex denkt, warum habe ich einen Pflanzen gegen ein Gift-Pokémon reingeschmissen? Unter anderem, also hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Von daher, Kinder. Hoffentlich, solange sich hier nicht Rocky von uns trennt, ist das entspannt alles euch Knörke. Und lehnt euch zurück. Das ist alles, was ich euch jetzt raten kann. Denn was jetzt kommt, kann alles nur lustig für euch werden, wenn es stressvoll für uns wird. Und ja, ich habe stressvoll jetzt ausnahmsweise mal mit Absicht gesagt. Das war kein Scheiße. Aber der Straffehler war... Intensität 9, hier frisst das. Das ist fast, das ist glaube ich so stark wie Erdbeben. Und er hat es überlebt. Okay, er hat es gefressen. Konnte ich nicht wissen. Aber immerhin hat Rocky eine gute Verteidigung. Sei bitte einfach nicht vergiftet. Nee, das ist Nadelrakete, ne? Das war gar nicht Duo-Nadel. Okay, Intensität 7. Fletsch ihn einfach weg, Junge. Ich weiß gar nicht, was von denen alles eigentlich vergiften kann, muss ich an dieser Stelle gestehen. Alles. Ich vergifte alles. Alles. Käfer kann vergiften. Glibunkel. Glibunkel ist Gift. Oh, dieser hässliche Frosch. Giftkampf. Das ist auch so ein Design. Unlichtattacken, aber Giftkampf. Ich muss jetzt einfach Konfusion einsetzen, weil das eine Vierfachschwäche ist. Ja, das sieht so aus wie du. Ich weiß, dass der Typ Finte kann. Und ich weiß, dass er sehr dolle wehtun kann. Ja. Oh, fuck. Das wird schon. Ach ja. Er kann nicht Verfolgung. Das ist schon mal gut. Ja. Das tust du. Warum hat der Verhinder gemacht, Junge? Der hätte Fintemann können, ich wäre wahrscheinlich, Arrivederci hätte ich gemacht. Das komplette Team lebt noch. Und wer mir jetzt das Spiel nennen kann, woraus dieser Soundtrack entlehnt ist, ja, der kriegt einen Gummipunkt. So, also, Leute. Das ist mein heutiges Rätsel an euch und wahrscheinlich beenden wir jetzt auch den Part. Genau, weil du unten siehst ja die Zeit, ne? Ja, also Leute, ihr habt was zu tun. Ich habe euch einen Auftrag erteilt. So, Fabi, enttäuscht mich nicht. Auch alle anderen, die hier irgendwie was posten, außer mir. Summ das bitte nochmal, ich hab das nämlich nicht gehört. Was? Summ das nochmal. Keine Ahnung. Naja, ich beende hier, ne? Leute, bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Bis dann. Ciao.